Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute schauen wir mal in Forspoken rein. Ich weiß gar nicht so richtig, was mich hier erwartet. Ich habe das Spiel bloß mal vor ein paar Monaten, glaube ich, im Trailer gesehen und habe es jetzt nochmal ein bisschen überflogen und habe mir so gedacht, ey, eigentlich nicht so richtig mein Genre, aber irgendwie sieht es ganz interessant aus. Also denke ich mir, wir zocken mal ein bisschen rein, mal gucken, wie es so wird. Und viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich würde einfach direkt auf ein neues Spiel gehen und dann schauen wir uns mal diese Reise an, wo es hier hingeht. Also es sah jedenfalls ganz spannend aus. Standard. Fokus auf die Story. Erkundung der offenen Welt. Anspruchsvolle Kämpfe. Komm, wir machen jetzt einfach mal Standard. Fokus auf Qualität. Fokus auf Performance. Ja, das ist mir eigentlich... Alle haben etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Wie Familie, Freunde, wie Werte oder Heimat. Ganz egal, wer du bist, manche Sachen musst du einfach beschützen. Aber was tust du, wenn die Welt sich gegen dich wehrt? Jetzt weiß ich's. Ich wünschte, ich könnte zurück und es mir erklären. Aber ich war dafür gar nicht bereit. Also was man bis jetzt so sieht, war jetzt nur eine Cutscene, aber sieht echt gut aus. Richterin Maya Bird hat den Vorsitz im Verfahren Das Volk des Staates New York gegen Alfre Holland. Die Anklage lautet versuchter Großdiebstahl. Sie plädieren? Nicht schuldig, euer Ehren. Verstehe. Nehmen Sie ihr die Handschellen ab. Also, bevor wir beginnen, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie nicht zum ersten Mal das Gesetz gebrochen haben? Das linke Dokument lesen, das mittlere Dokument, das rechte Dokument lesen. Können wir bestimmt sowieso alle hintereinander durchlesen, wa? Aha. Das habe ich lange nicht gesehen. Ja, einen nach dem anderen. Gucken wir uns das Ding in der Mitte auch nochmal an. Also es wirkt auf Anhieb so ein bisschen so wie Spiele, also nicht so richtig vom Stil, aber von der Optik sowas wie Heavy Rain oder Detroit Become Human oder jetzt zuletzt The Quarry. Warum sind Sie hier, Frey? Schwerer Diebstahl? Soll das Ihr Weg sein? Nein, aber das Geld war für... Vergessen Sie es. Irgendwann müssen Sie endlich Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen. Was mich jetzt gerade ein bisschen irritiert, weil das habe ich im Trailer so gar nicht so gesehen. Haben Sie vom Gewohnheitsverbrechergesetz gehört? Es heißt auch Drei-Verstöße-Gesetz. Ich habe doch nie jemandem Leid zugefügt. Nur sich selbst. 2 Vorstrafen wegen Diebstahls. Heute mitgezählt sind wir dann insgesamt bei 3. Dafür sitzen Sie unter Umständen ziemlich lange ein. Sie sind so voller... Potenzial? Ich könnte so viel mehr erreichen. Ich habe mein ganzes Leben vor mir. Ich wollte sagen, du bist so voller Wut und Verbitterung, dass ich nicht weiß, ob die Haare zum Beispiel sieht echt gut aus. Hand aufs Herz. Aber, weil wir bald Weihnachten haben, werde ich dir ein frühzeitiges Geschenk machen. Wehe, du vergeudest es. Ich lasse dich gehen mit der Auflage, dass du 120 Stunden Sozialdienst leistest. Danke. Das Ding ist, so gut die Hauptfiguren auch aussehen, die Randfiguren hier hinten, die zwei Polizisten, die sehen irgendwie, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen hinten runtergefallen von der Optik her. Jedenfalls wirkt es so, als wenn die, ja,
eben auch nur Randfiguren sind, ne? Frey, einen Moment. Alles Gute im Voraus. Es ist nicht zu spät, dein Talent zum Wohle. Ich finde ihre Locken, die sehen so hammer aus. Schon ganz geil. Aber auch sie hier so mit ihrer Mütze und so. Kapitel 1, Bindung. Aber ich muss auch sagen, so die Schauspieler, das sagt mir alles gar nichts. Du hast jetzt die ganzen Namen um die Ohren gepfeffert gekriegt. Das war knapp. Die Richterin hat mir den Arsch gerettet. So viel Glück hat man nur einmal. Hey, hallo Sie, Ihr Handy. Du liebe Zeit. Danke Ihnen vielmals. Schon okay. Passiert jedem mal. Sie sind meine Rettung, im Ernst. Frohe Weihnachten. Ah, frohe Weihnachten. Könnte auch ein Animationsfilm sein, ne, irgendwie? Ich muss nach Hause zu Homer. Die Arme braucht ihr Futter. Dezember. Mir war gleich so durch die Beleuchtung und so. Ein ganz normaler Tag. Aufgabenliste im Notizbuch. Ja gut, wie gesagt, das ist eine angezockt. Wir werden das Ganze mal ein bisschen überfliegen. Also das Spiel hätte vielleicht besser im Dezember rauskommen sollen. Dann öffnen wir das Ding mal. Alles klar, okay. Ich muss schleunigst nach Hause. Okay, die Steuerung ist leichtläufig, sag ich mal. Es fühlt sich ganz angenehm an, so wie sie hier läuft. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo sprinten. Nee, sieht nicht so aus. Ich hasse diese Kälte. Muss schnell ins Warme. Geht mir ähnlich. Wir befinden uns ja aktuell, naja, das Ding wird jetzt relativ zügig online gehen. Also wir sind im Januar aktuell. Und hoffentlich sehe ich nie wieder einen Gerichtssaal von innen. Ist auch nicht so mein Wetter. Es wirkt alles aktuell so grau in grau. Kalt. Aber ey, die Stadt echt schön belebt und so. Wie gesagt, könnte auch sowas wie Heavy Rain oder so sein. Was im Trailer ganz anders aussah. Ja, aber ja, wir schauen mal weiter. Hallo. Bye. Oh, fuck. Oh, Frey. Dachtest, wir finden dich nicht. Hey, Lisa. Lisa? Echt? Dachte, sie wäre Lisa. Das ist Chrissy! Tja, ganz ehrlich, du siehst für mich eben nicht aus wie eine Lisa. Die sieht optisch aus, als wenn die irgendwie in den 90ern hängen geblieben ist oder so. Ich hab's nicht, okay? Es gab Komplikationen. Ich hab nicht vor, beim Autoclown erwischt zu werden, aber ist halt so. Ich will keine Komplikationen. Du bewegst dich auf Glatteis. Tja, das höre ich heute nicht zum ersten Mal. Bring die Karre wieder. Ist nicht so einfach. Die Bullen haben sie. Was ist überhaupt das Tolle an der Karre? Das geht dich überhaupt nichts an. Der Boss, Mr. Giggen, ist wirklich übel drauf. Also hol das scheiß Ding wieder. Sonst geht's einer von uns an den Kragen. Darf ich sagen, wem? Oho, oho. Echt witzig. Gleich liegst du tot in dieser versifften Gasse und ich sag dir eins. Niemand wird dich vermissen. Oh. Niemand. Okay. Okay, du sagst dem Boss, Mr. Chicken. Giggen. Giggen. Giggen! Okay, Giggen. Ich sag ihm, ich könnte ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber schau. Ich schieß ihm was vor. Geh mir aus dem Weg, verdammt, los! Aus dem Weg! Verdammt, hey! Warte nur, du kleine Rotzbüre, wenn ich dich erwische, erlebst du dein Dorn. Mit Ziegelstein! Lass das frei! Ich will ja nichts sagen, aber hätte sie mich nicht einfach abballern können? Ja gut, wir sollten vielleicht, ja, sag ich doch, den Sprint hinlegen und uns verziehen.
Okay, das sieht jetzt hier relativ kahl aus, alles von der Optik her. Jetzt gibt's kein Zurück. Aber die machen wirklich alles, um sie so, oder beziehungsweise sie hat alles dafür getan, dass sie halt möglichst am Hintern ist. Sie hat richtig, richtig viel Dreck am Stecken. Beziehungsweise steht bei allen möglichen Leuten in der Kreide. Weglaufen ist zwecklos, hörst du? Vielleicht nehme ich besser die Gasse. Ja, das können wir doch gerne machen. Also ich weiß wirklich noch nicht so richtig, in welche Richtung dieses Spiel hier mit mir will. Aber irgendwie finde ich es faszinierend. Das mag ich ja auch. Dafür sind die angezockt ja auch in erster Linie da, dass man auch mal ab und zu mal so in Spiele reinguckt, die man in erster Linie gar nicht so krass auf dem Schirm hat. Bin fast da. Und das ist wieder ein perfektes Beispiel dafür. Das hätte ich, glaube ich, so privat wahrscheinlich eher nicht gezockt, aber bis jetzt positiv überrascht. Sowas hatte ich auch damals mit, The Order hieß das, glaube ich, damals. Weiß gar nicht, da müsste es auch einen angezockt auf dem Kanal geben. Da hätte ich auch so privat nicht reingespielt, hinterher habe ich es durchgespielt, weil ich es ganz geil fand. War eines der neueren Spiele für die, oder eines der Ankündigungsspiele für die PS4, glaube ich, damals. Ich sollte rein, bevor mir was abfriert. Oh. Warte. Da. Ey, das könnte auch ein Spider-Man sein, ne? Irgendwie? Oder Spider-Girl in dem Fall. Aber das ist echt ein interessantes Spiel. Das hätte ich so jetzt überhaupt nicht erwartet. Ich kannte bloß das mit dieser anderen, aber da sage ich erstmal noch nichts zu. Ich will noch hier noch nicht zu weit vorgreifen. Haben so ein bisschen mit den Lichtern, ne? Mit dieser, ich meine, es passt ja zu Weihnachten. Aber das Spiel hätte dann halt auch zu Weihnachten irgendwie rauskommen müssen. Vielleicht war das auch ursprünglich geplant. So, falls ihr ein bisschen was euch durchlesen wollt. Also das meine ich, die sehen auch so aus, als wenn das irgendwelche bekannten Schauspieler wären oder Schauspielerinnen. Aber das, also die kenne ich beide nicht. Ich werde das hier alles einmal kurz anskippen. Falls ihr ein bisschen reinlesen wollt. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ich weiß gar nicht, was ich hier zuerst anklicken soll. Oder? Sie wollte doch bestimmt erstmal essen, oder? Ach nee, ist Katzenfutter. Das Zeug schmeckt dir nicht. Aber ich habe nichts anderes. Ich frag mich, wo Homer steckt. Ich habe zuerst gedacht, das wären irgendwie Cornflakes oder so. Und sie snackt jetzt ein paar Cornflakes. Haben wir noch so? Alice in Wonderland. Das ist doch auch bestimmt so eine Anspielung auf das Game hier. Verquerer und Verquerer, rief Alice. Wünschte, ich könnte durch den Kaninchenbau ins Wunderland abhauen. Ja, das ist schon ein bisschen Foreshadowing, um hier schon mal gleich rein zu spoilern. Dann machen wir auf das Paket. Oder was ist das? Ah, okay, so ein Karton, wahrscheinlich mit ihrem... Der Holland-Tunnel, wo meine Eltern sich verdünnisiert haben. Ja, so ein bisschen ihre Vergangenheit sozusagen in der Kiste. Das kennt man ja auch aus gewissen Filmen. Wenigstens war es nicht der Queens Midtown Tunnel. Das wäre ein beschissener Nachname.
meine treuen Treter. So hübsche Treterchen. Okay, das ist auch ein bisschen komisch, dass man das jetzt so anklingt. Das war jetzt inhaltlich nicht so... Ja. Nicht so weltbewegend. Hier komme ich gar nicht richtig hin. Ist hinter dem Schrank irgendwie, hinter der Schranktür. Also mit der Kiste hat ja noch ein bisschen Sinn gemacht, aber also, beziehungsweise mit diesem Pappkarton. Aber das mit den Schuhen... Ich weiß nicht, wo sie uns dahin leiten wollten. Jetzt erstmal zum Sport. Endlich nee, das kann Geld ich neu drin. Anfangen. Wird auch höchste Zeit. Fluchtplan. Warte mal. Können wir hier auf den Fluchtplan zugreifen? Achso, hier wird das Ganze auch nochmal so ein bisschen. Genug Geld beschaffen, ein letztes Mal um den Mist von Giggen kümmern. Futter und Transportbox für Homer. Also scheint Homer ja die Katze zu sein, ne? Auch ein interessanter Name. Ich muss also automatisch logischerweise an Simpsons denken. Fahrkarte kaufen, Penn Station, 23.12. abhauen. Ist auch gut, dass Abhauen auch nochmal gelistet ist. Oh, schöne hey, Katze. Homer. Sorry, ich weiß, ich bin spät dran. Na, einsam? Oh, tja, danke. Aber mein Geburtstag ist erst in ein paar Tagen. Ganz ehrlich, den hätte ich jetzt meine auch vergessen. Bin so busy in letzter Zeit. Ach tja, weißt du... Ich war schwer beschäftigt. Audienzen geben, Drachen töten. Das bleibt unter uns, aber ich bin eine echt große Nummer. Eine Riesennummer. Alle zählen auf mich. Wir verschwinden aus dieser Stadt, Homer. Weg von den ganzen Arschlöchern, dem Müll und den Korps. Ich habe genug Geld, dass wir neu starten können. Ja. Ich verspreche dir, wo wir hingehen, lieben sie Katzen. Sogar eine wie dich. Gott. Ich will endlich frische Luft. Blauen Himmel. Nie mehr davonlaufen, nie mehr Cops, nie mehr kämpfen. Morgen. Morgen früh, dann hauen wir von hier ab. Du kannst kaum erwarten, von hier weg zu sein. Da geht doch bestimmt irgendwas schief, oder? Also, jedenfalls wirkt es so, dass sie im Prinzip diesen Escape Plane, also jetzt abgeschlossen hat und eigentlich direkt, ja, wie sie schon sagt, morgen früh den Ausweg hat. Aber irgendwas geht doch dann meistens immer schief. Jedenfalls kennt man das so aus diversen Filmen. Was noch irgendwie ein Haken an der Sache ist. Ja. Shit. Und die Hütte brennt. Homer! Los, komm schon, ich zieh raus! Okay, finde Homer. Ja, Erst muss ich Homer finden. Ja, warum gibst du mir das denn? Die Tasche hättest du doch schnell Homer in die Hand nehmen können, nicht, dass das Geld hier noch abfackelt. So. Da ist es. Homer! Wieso brennt das da überhaupt? Wir müssen hier raus, schnell! Ja, toll. Nein, nein, nein! Ja, da bist du selber schuld. Also, wie gesagt, die Tasche hättest du mal eben locker in die Hand nehmen können. Fuck die Tasche!
ab durchs Fenster. Ja. Ey, das. Warum das ein bisschen platt? So. Die Tasche hätte sie in die eine Hand nehmen können. Hä? Soll ich darum gehen oder? Nee, hier geht doch auch nicht rum. Was soll das denn jetzt? Nicht das Fenster? Okay, dann. Ihr miesen Wichser! Nun die letzte Meldung. Bei dem Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Hell's Kitchen, Manhattan, handelt es sich um Brandstiftung. Zum Glück ist nur Sachschaden zu beklagen. Die Feuerwehr sieht örtliche Bandenmitglieder in der Verantwortung. Bisher wurde noch niemand festgenommen. Sorry, Kleiner. Frey, was ist passiert? Du siehst ja aus. Sind Sie allergisch? Was? Katzen. Haben Sie eine Allergie? Nein, ich liebe Katzen, aber bist du in Gefahr? Gut. Sie mag Nassfutter, das Fasrige, mit Stückchen. Sie hat's gern warm zum Schlafen. Manchmal will sie auch auf den Schoß. Und sie muss baden, aber viel Glück dabei. Frey, was ist passiert? Ihr Name ist Homer. Bitte kümmern Sie sich um sie. Bitte! Danke. Was tust du da, Frey? Das Richtige. Ich brauche Zeit, um ein paar Dinge zu regeln. Danach hole ich sie ab. Vielleicht dauert's eine Weile. Frey, warte. Egal was ist, ich kann helfen, Frey. Frohe Weihnachten. Das denke ich mir aber auch. Wahrscheinlich ist die bessere Lösung, einfach mit ihr mitzugehen. Na also, Homer ist in Sicherheit. Vielleicht kann sie ihr eine Unterkunft geben oder irgendwie einen Job besorgen oder so. Stattdessen regeln wir es auf eigene Faust. Und das wirkt eher so, als wenn das jetzt richtig in eine kriminelle Richtung abdriftet. Sie war ja vorher schon so am Rande der Kriminalität unterwegs. Wie man gesehen hat, hat sie sich lauter Feinde gemacht. Und ist mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Passend. 25. Dezember. Schlag Mitternacht. Happy Birthday, Frey. Danke, Mom. Nein, so bin ich nicht. Nein, ich krieg das hin. Ich hol Homer ab und verschwinde aus. Och, geil. Warum hast du Homer denn erst abgegeben, wenn du die Katze jetzt wieder zurückholst? Oder den Kater? Ah, jetzt fängt es langsam an, in die Richtung abzudriften, die ich aus dem Trailer kenne. Das Ding ist, bei solchen Games, wenn du, oder auch Filme, wenn du sowas Realistisches hast, ne? Und dann plötzlich wird alles Mögliche so ein bisschen übernatürlich, da hab ich immer so Metagaming im Kopf, so, da denke ich mir immer so, also so mit Hintergedanken, so vielleicht ist die Person jetzt auch einfach erfroren oder so. Einfach im Delirium oder so. Weißt, dass die schon so, weil alles die ganze Zeit immer so realistisch wirkt. Da gibt's auch viele Filme. Die ganze Zeit wirkt das alles immer so realistisch. Und auf einmal wird's so übernatürlich. Und dann denkst du dir so,
Oh, ich dachte schon. Das wirkte jetzt gerade nicht so, als wenn wir da runter müssen, aber doch. Schönes Teil. Okay, ich muss automatisch an hier Nope, Dings so denken, komme ich an leider nicht rein. Miss Ich muss Marvel. Die woanders. Serie habe ich mir auch angeguckt. Die war so. Sagen wir, die war so mittel. Wurde nachher noch schlimmer mit den Marvel-Serien. Aber das ist ein anderes Thema. Da können wir nochmal wann Die anders drüber Luft ist reden. definitiv rein. Oder Shang-Chi, der war doch auch die Legende der Mann, Zehn Ringe, oder das wie lassen hieß die das Ding? einfach hier? Der ging so, der Film. Oh Mann. Aber es ist eher Miss Marvel. Kommt jetzt auch so ein bisschen aus dem Nichts, ne? Dieses komische Liegeviech da ist da runtergeflogen und wir gehen da jetzt runter und haben auf einmal das Teil. Das ist so ein bisschen. Ja, Deus Ex Machina. Fortschrittsspeicher, ja, können wir machen. So langsam müssen wir sowieso zum Ende kommen für dieses Angezockt. Aber ich hatte gehofft, dass wir vielleicht noch mal in diese Welt. Guck mal, jetzt wird es nämlich um einmal eine ganz andere Nummer. Die Welt wollte ich mir auf jeden Fall noch mal ganz kurz angucken. Da bin ich mal gespannt, wie sie da die Brücke schlagen wollen, dass du dann im Endeffekt, also inwiefern ihr das Re im Real Life weiterhilft. Verlasse den Raum. Ja, Gucken. das hatte ich vor, weil ich mir die Welt nochmal ein bisschen angucken wollte. Was ist bloß passiert? Aber auch wie bei allen angezockt, sag ich's hier auch nochmal. Also in Let's Mann, Play wird's hier nicht. zieht's wie Hechtsuppe. Privat werde ich auf jeden Fall nochmal reinzocken. Das sieht schick aus irgendwie. Aber wenn wir hier auch nochmal irgendwie reinschauen sollen in das Spiel, so, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann nehmen wir davon gerne noch einen zweiten oder einen dritten Part auf. Machen wir ja auch manchmal bei einigen angezockt Spielen oder Spielen, die wir anzocken, einfach In Ethiopien. weil ein Part dafür Wer gar ist nicht da? reicht, Und nicht weil die ganz Welt deine so Welt. groß Zumindest ist. nicht die, in der du eben noch warst. Ich schwör dir, Arschloch, zeig dich, oder ich werde. Mich zeigen? Ich bin nicht zu übersehen. Zeig dich, sagt sie. Ich kann mich schwerlich noch mehr zeigen. Wo bist du? Hier bin ich. Am Ende deines Ärmchens. Das Ding, das du vergeblich versucht hast zu entfernen. Heißer, jawohl, du bist ja doch schlauer, als du aussiehst. Nein. Doch. Nein. Doch. Du, der gerade mit mir spricht, bist dieser Reif? Reif? Wie banal und fantasielos das klingt. Reif. Armberge vielleicht. Armberge. Armberge. Ja, Armberge ist Nee, perfekt. nee, nee, das wird mir jetzt echt zu bekloppt. Nein, aber es ist wahr. Oh. Stopp, du tust mir weh! Echt jetzt? Nein. Aber was du da tust, ist völlig zwecklos. Was geht hier ab? Na, was hast du denn gemacht, bevor es hier abging? Ich war. Ist auch egal. Ich war am Arsch.
Kapitel 2. Gestrandet. Bin noch hier. Wer auch dahinter steckt, hör auf! Das ist echt nicht witzig. Ich verzieh mich. Du kannst nicht weglaufen. Ich hänge doch so an dir. Wie wär's, wenn wir uns erstmal beruhigen und uns einander vorstellen? Wir könnten zum Beispiel über unsere Hobbys plaudern. Ich höre keine Stimme. Das muss ein Albtraum sein. Gib Acht, dass du nicht stolperst. Du kannst auch sehen? Das kann doch nicht wahr sein. Auf einmal ist es so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig, ne? Also das meine ich, das kenne ich schon eher aus dem Trailer. Woher weißt du, wie ich heiße? Uns ein Band. Ein Band? Wie jetzt? Was denn für ein Band? Wieso ich, verdammt? Das ist... Nein, hau ab! Bind dich los! Wie du siehst, sind wir beide unzertrennlich. Und nur du kannst mich hören. Stopp! Ja, halt den das Hand. Problem ist... Das ist doch völlig irre! Beziehungsweise, es muss ja kein Problem sein, wir können ja gerne nochmal reinzocken. Beruhige dich, du musst mir zuhören. Ich werde jetzt hier nämlich so langsam an dieser Stelle beenden müssen, sonst wird das Video wieder zu lang und dann dauert es wieder ewig mit dem Rendern und Hochladen. Das war so aussichtslos. Nun, die Aussichten hier sind auch nicht gerade rosig, fürchte ich. Was soll das heißen? Da hinten muss ich runter, falsche Richtung. Ich werde dann noch runterlaufen, mir das Ganze da nochmal ein bisschen angucken und dann... muss ich den Part erstmal beenden. Wie gesagt, wir können gerne nochmal reinzocken. Ich finde das Spiel faszinierend, muss ich sagen. Wenn ich das beschreiben müsste, würde ich sagen faszinierend. Entdeckung. Okay. Ist das ein verdammter Drache? Psst, er darf dich nicht sehen. Ach, echt? Ich frage mich, wo sie die Collection herholen. Also diese zwei Welten sind ja so unterschiedlich. Was bringt ihr das, wenn sie hier diese Welt, manchmal kennt man das ja, dass sie denn in eine andere Welt, in eine Fantasy-Welt reingesaugt werden. Und wenn sie denn hier im Prinzip diese Welt meistern, ist er weg? Ja. Meistern sie dadurch auch das Real Life. Aber das Ding ist da draußen. Keine Chance. Die Bestie ist sicher schon über alle Berge. Und außerdem... Was? Früher oder später wirst du etwas essen müssen. Okay. Und wie genau kommen wir jetzt hier raus? Die beste Option wäre es wohl, an jener Mauer hochzuklettern. So, und da würde ich sagen, werden wir jetzt mal beenden. Ja, die Fragen können wir beim nächsten Mal dann so ein bisschen stellen. Beziehungsweise werde ich dann privat stellen. Wir gucken hier nochmal so ein bisschen uns alles ein wenig an. Aber das mit dem Himmel sieht schon geil aus irgendwie. Ganz cool, ne? Sieht ein bisschen aus, als wenn da einfach Farben verlaufen sind. Weiß, blau. Ist die lila da hinten. Ja, das könnte ganz interessant werden, aber wie gesagt, das kenne ich auch aus dem Trailer. Und damit ist erstmal dieses kleine angezockt. Dieser erste Einblick von Forspoken. Zu Ende. Ich finde es faszinierend. Also ein Spiel, was ich mir privat, glaube ich, nicht reingezogen hätte. Aber dafür ist eben auch der Kanal da, dass man sich auch mal in Spiele reinwirft, die man nicht so unbedingt in erster Linie auf dem Schirm hat. Damals bei The Order habe ich das auch gemacht. Ein Spiel, was mich zuerst gar nicht so interessiert hat und hinterher habe ich es durchgespielt und ich fand es ganz geil. Vielleicht läuft es ja hier auch darauf hinaus, aber ich glaube, das ist auch sehr open-worldig, das Ding hier. Und wird dadurch
sehr viele Stunden in Anspruch nehmen. Das war damals bei The Order nicht ganz so. Das war, glaube ich, Schlauchlevel. Na gut, falls wir nochmal reinzocken sollen, sagt gerne Bescheid. Das ist es fürs Erste gewesen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.